just make me crack. Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's immer Jan und ja, es geht weiter mit Dragon Ball Waiting Bears 2. Ja, wir rüsten jetzt erstmal noch Objekte aus, da wir da ja schön viele Limitpunkte gekriegt haben. Und ja, doch, wir machen als erstes einen Auseinandersetzungskampf. Kampf, genau. Kraft M. Sorry. Es wird bald vorbei sein, keine Angst. Also, ich werde nur noch zwei Parts aufnehmen und dann hoffe ich, werde ich beim nächsten Mal nicht solche Sprachfehler hier haben. Das geht ja gar nicht. Ja, wir rüsten auf jeden Fall erstmal das aus. Ja, aus. Und nicht Schlagangriff L oder nee, M. Da ich da ich das einfach besser finde. Mein Gott. So, Kampfstart. Das geht echt. Das ist scheiße. Das ist echt kacke, weil. Naja, es ist halt live und da kann ich dann nicht einfach aufhören und nochmal alles neu machen, weil ich da auch keinen Bock drauf habe. Ich meine, wenn ich jetzt ein Commentary machen würde, würde ich einfach nochmal von neu anfangen. Weil man sollte nicht die ganze Zeit irgendwie Sprachfehler oder so haben. Das wäre nämlich ein bisschen nicht so toll. Ja, ein bisschen nicht so toll, ich weiß. Egal, ich brauche darüber auch nicht labern. Wen interessiert das, ne? So, komm, machen wir jetzt mal das. Zack. Scheiße. Fuck. Okay, das ist das, was ich mir dachte. Dass man auch noch fast tot ist. Und das ist scheiße. Weil ich ganz vergessen habe, dass wir noch zwei Gegner vor uns haben. Kacke. Ja, ich hätte das beim letzten Gegner machen sollen. Egal, komm, dann schaffen wir das jetzt, ohne nochmal Damage zu nehmen. Weil sonst sind wir verloren. Weil ich darf noch Damage nehmen. Ich darf kein Damage mehr nehmen. Naja, komm, das kriegen wir schon hin. Dann müssen wir halt jetzt ein bisschen spammen. Und wir können das normal machen. Was natürlich nicht trifft, weil er auf dem Boden liegt. Mann! Egal, dann haben wir ihn jetzt so K.O. Zack. Und das war's auch mit ihm. Einen haben wir zumindest schon mal hingekriegt mit kurz vorm Tod. Aber Vegeta, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Egal, komm, das schaffen wir schon. So viel zu, das schaffen wir schon. Egal, komm, dann machen wir jetzt nochmal. Ja, das war mein Fehler. Tut mir leid. Das war nicht ganz so schlau von mir. Da habe ich nicht nachgedacht. Egal, komm. Diesmal, denke ich mal, sollten wir das hinkriegen. Da ich das diesmal nicht machen werde am Anfang. Wenn ich es mache, dann erst beim letzten Gegner. Dass ich das vergessen habe, ey. Das heißt ja extra Lebwohl, Tentinan. Das ist doch klar, dass ich da dann kein Leben mehr habe, Mann. Dummes Jan. Report. Report for being stupid. Oh my god. Okay, nein. So, den ersten haben wir jetzt gleich schon besiegt. Ey, Mann, ich wollte gerade einen Stein auf dich werfen. Ich wollte gerade einen riesen. Ah, ich vergesse ganz ehrlich, dass ich sogar noch Leben verliere. Da mischen wir uns ein bisschen bei mit dem Kampf. Nicht, dass wir gleich kein Leben mehr haben für den letzten. So, da ist der zweite Pflanzenmann. Zack, zu denen gehen wir jetzt auch erstmal hin. Danke, Wende, dass ihr im Weg seid. Alter, wie weit ist der weg von mir? Jetzt habe ich schon. Nein, nein, nein. Das war knapp, aber ich hatte gar kein Key mehr, um zu mir hinzugehen. Da hatte ich nämlich ganz vergessen, dass der seit. Was heißt, ich habe vergessen, dass er so weit weg ist. Ich wusste nicht, dass er so weit weg ist. Und ich sollte jetzt mal wieder andere Kombos machen, Mann. Ich mache ganz halt nur die gleichen. Das ist ja nervig, wenn ich nur die gleichen mache, ne? Oder das ist nervig. Langweilig. Nicht mehr. Ich hasse dich, Wand. Warum bist du mir im Weg? Warum tust du mir sowas an? Und. Ach, das war's noch nicht mit ihm. Oh mein Gott. Ein. Nee, mir fällt das Wort gar nicht ein. Ein Zäher, genau, ein Zäher Pflanzenmann. So. Du gehst mal schön weg, Vegeta. Ich habe gerade keinen Bock auf dich, du hast mich gerade besiegt. Das fand ich nicht nett von dir. So, jetzt nochmal, wo bist du? Hallo? Nein, leck mich. Okay, dann werfe ich nochmal einen Stein auf dich. Danach mache ich die ultimative Attacke auf dich und dann soll es das auch mit dir gewesen sein. So, schnell, 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 schnell. Nein, warum? Lol. Warum hat er die nicht gemacht? Mann, ich wollte jetzt noch die ultimative Attacke machen. Oh, der ist schon fast tot. What? Ich dachte, der hält ein bisschen mehr aus. Egal, dann war es das jetzt. Ja, der ist eigentlich voll einfach, der Kampf, aber ich musste ja unbedingt die ultimative Attacke beim ersten Gegner machen. Ich bin so ein Genius, ich weiß.
Ich weiß. So, nächsten Kampf freigeschaltet. Yay. So, Bonus erhalten. Du hast einen, okay, Kier-Explosionsangriff. Okay, den werden wir aber eh nicht ausrüsten, weil ich eh immer nur das gleiche ausrüste. Aber das wisst ihr ja mittlerweile schon. So, maximal für Limitpunkte hat sich um 5 erhöht, nicht um 7, um 5. Und ja, dann warten wir jetzt noch einen Kampf und dann können wir mal wieder was ein bisschen mehr Limitpunkte braucht, ausrüsten. Wenn den Kampf ihr wütende Seele endet, Spieler beginnt mit wütender Seele. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Und wir machen direkt Kampfstart. So, wir spielen gegen... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Go... Irgendwas mit Go war das, glaube ich. Wie Goldi, bla... Ich weiß es nicht, Mann. Ich habe es echt gerade nicht so... Ich bin gerade ein bisschen auch vergesslich. Egal. Mal gucken, was ich hier für eine lange Kombo raushauen kann mit Wiener Seele. Okay, die ist, glaube ich, nicht viel länger als normal, wenn sie überhaupt länger ist als normal. Aber egal, passt schon. So, und... Bam! Hey, warum müsst ihr immer Wände im Weg sein, wenn ich diese wegkacken... Wegkacken. Genau, wenn ich sie wegkacken will. Ich kack die Gegner weg. Ja. Gut, perfekt gewonnen. Nicht schlecht. Wenn ich die weghauen will. Mein Gott. What? Ich habe nur gelesen, du stinkst. Nee, habe ich nicht gelesen, aber das reicht auch schon zum Lachen. Oh Mann. Du bist aber sehr nett, Chaozu, dass du dem Gegner sagst, dass er stinkt. Oh Mann, ey. Okay, Bonus erhalten. Psychofunken, okay, den werden wir uns auf jeden Fall angucken. Hört sich interessant an. Maximalwert hat sich um 7 erhöht. Das ist nicht schlecht. Dann können wir jetzt Schlagangriff L ausrüsten sogar. Aber wir gucken jetzt erstmal den ultimativen Kampf an. Besiege unter gewissen Umständen stärker werdende Gegner. Gegner wird erheblich stärker, wenn die verbleibende Gesundheit bei 2 ist. Gegner aktiviert Hochsprung, wenn die verbleibende Gesundheit bei 2 ist. Okay, aber ich denke, da sollten wir hinkriegen. Aber vorher nochmal Objekte ausrüsten. Und zwar Schlagangriff L. Dann Einstellung beenden. Ja, ich muss erstmal überlegen, was ich ausrüsten will. Warte, ich habe sogar noch 5 Limitpunkte, okay. Superangriffe. So, da rüsten wir jetzt statt Telekinese Psychofunken. Okay, egal, wir rüsten das trotzdem mal aus. Ich kann mir auch vorstellen, was es ist. Dieser... Nein! Superangriffe nochmal. Ah, das ist doof. Warum muss man eine Einstellung beendet machen? Man kann einfach B und dann wollen sie speichern. Ja, mein Gott. Ist das denn so schwer? Nein, aber ich denke, das ist sowas, was die Gegner manchmal auf mich machen, wo ich dann gelähmt bin und so lange nichts machen kann. Also auch so irgendwie sowas um mich herum ist. Was auch Piccolo vor ein paar Parts gemacht hat, vor ein, zwei Parts, ich weiß nicht mehr, wann es war. Keine Ahnung, doch vor 2 oder 3 oder 4, ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, als ich noch Nay gespielt habe. Ist jetzt auch egal, das ist hier kein Kampfstart. Weil, egal, ich werde jetzt gleich sehen, ob es ist und wenn es ist, dann sage ich ja, das. Und ich denke, ihr wisst eh, was ich meine. Oh, und ich laber wieder ziemlich viel Scheiße. Also, komm, überspringen wir. So, dann würde ich mal sagen, machen wir direkt den Psychofunken, wenn er mal ein bisschen stehen bleibt. Okay, da muss ich näher am Gegner dran sein für. Komm mal her. So. Okay, das hat nicht berührt, weil ausgeweichen ist. Und der freut mich gerade irgendwie. Dann machen wir es halt so, wenn es nicht anders geht. Wenn du ganz nur um mich herumfliegen willst, dann machen wir es halt so, ne? Weil, tut mir leid, aber... Ach Mann, scheiß Wände, verpisst euch. Denn ich muss dich leider besiegen, auch wenn du mich anscheinend nicht besiegen möchtest, da du wirklich halt nur um mich herum geflogen bist. Aber, naja. Das ist, würde ich mal sagen, dein Problem und nicht meins. Was? Was soll denn das? Nein, scheiße, ich wollte... Nein, jetzt... Alter, kannst du jetzt mal aufhören, wenn ich... Zack, ja, wilder Sinn, danke. Kannst du mal aufhören, wenn ich mich aufladen möchte, dass du dann so kleine Key-Explosion auf mich machst? Das nervt nämlich ein bisschen. So, Veda macht das jetzt nochmal und lass mich jetzt einmal aufladen. So. Dö. Gut, dann machen wir das jetzt nochmal gegen Tenshinhan, weil jetzt passt das sogar noch am besten. Ich meine, okay, der macht das nicht gegen Tenshinhan, aber was, der sagt das halt, weil er, ja, gut befreundet ist mit Tenshinhan. Und er da ja, ich meine, sogar stirbt in der Serie. Und, Und ja, jetzt wird das halt passen, weil erklärt sich an Tenshinhan und sagt, leb wohl, weil er stirbt und nicht ich. Beziehungsweise im Prinzip würden wir dann beide sterben, aber nur er ist gestorben. Muhahaha. So, Maximalwert hat sich für Limitpunkte hat sich erhöht. 5 Punkte.
So, mein Gott. Schwierige Geburt, schwierige Geburt. Nice, wir haben den fünften Dragon Ball und ein Bild freigeschaltet. Da, gegen Nappa hat das gemacht, okay. Okay. Später werden gespeichert. Ja, ich habe mir das immer noch nicht angeguckt, ich weiß. Deswegen weiß ich auch nur ein paar Sachen. Also die Charaktere so kenne ich. Auch so die ein oder anderen Attacken, aber so von der Story her weiß ich nicht alles, da ich, wie gesagt, die Serie nie ganz geguckt habe. So, ja, das sind wieder so viele Gegner. Achso, das ist nur, wie lange überlebst du, wenn du an den Tod bist. Okay, dann einfach Kampfstart machen. Da brauchen wir auch nichts mehr für ausrüsten. Da ich hier eh nur sterben muss. Ich wollte gerade sagen, es sind wieder so viele Gegner, das mache ich im nächsten Part, aber ich muss hier nur sterben, also können wir das auch ruhig nur in diesem Part machen. So. Gut. Und zack. Ah, so, gucken wir mal, wie lange wir überleben. So, du kriegst erstmal einen Stein in die Fresse. Zack. Okay, den ersten haben wir gleich schon besiegt. Warum auch nicht, ne? Das Gute ist, jetzt kann ich eigentlich so oft, wie ich will, meine ultimative Attacke machen, weil ich eh schon so gut wie tot bin. Aber wir gucken jetzt erstmal, wer der nächste... Das heißt, wir gucken jetzt, wer der nächste ist. Wir machen das jetzt erst beim nächsten Gegner. Nein. Ich weiß nicht, ey, das hätte echt... Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt ganze Zeit mit... Ich kann heute nicht reden, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ist mir egal, ich weiß es halt noch nicht. Wenn es euch stört, sagt es mir und ich versuch's dann, wenn es nochmal passiert, nicht mich ganz halt so wiederholen. Ich bin halt einer, der... Ich bin einer, der wiederholt oft was, das, was er schon gesagt hat, aber naja. Was soll's, ne? Solange es euch nicht stört, was es anscheinend nicht tut, weil ihr schreibt mir so nie, dass es euch stört. Also, wird schon passen. So, okay, wir haben jetzt schon zwei Gegner besiegt. Nur noch zwei sind da. Wenn wir Glück haben... das war knapp. Wenn wir Glück haben, schaffen wir sogar alle. Das wäre natürlich auch cool. So, zack. Dann ist der nächste auch schon wieder fast tot. Halleluja. Das geht gerade echt schnell. Das trifft echt. Nice. Ich weiß, ich spam gerade ein bisschen, aber es wäre nice, wenn wir die jetzt alle schaffen würden. Das wäre echt nice. Weil ich das auch nicht von mir erwartet hätte. Nein. Natürlich muss ich failen. Schade. Haben wir zumindest 3 von 4 Gegnern besiegt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, Annotation wählen. Yep. Und ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt zum nächsten Charakter. So, erstmal, Maximalpunkte haben sich wieder um 4 erhöht. Maximalwerte. Maximalpunkte. Keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich sag Maximalpunkte und ich werde es auch mal weit wieder immer... Ich werde es weiterhin auch so sagen. Und ich kann immer noch nicht wieder reden. Und keine Ahnung. Naja, okay. So, als nächstes machen wir dann... Nein, Saban haben wir ja schon. Rikum. Gehen wir schon mal rein. Aber ich bin den Part hier. Aber ich hoffe natürlich wie immer... Ich sag ganz halt aber, ey, auch schlimm. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Und ich sag's wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.